Und damit herzlich willkommen zum ersten richtigen Video auf meinem Kanal auf Mad Gaming Madness. Ja, heute gibt's den ersten Fußballstadion-Vlog auf meinem Kanal. Ja, den Kanal-Trailer könnt ihr euch auch sehr gerne anschauen, da erwähne ich kurz, was auf meinem Kanal so los ist. Und heute eben ein Fußballstadion-Vlog. Ich bin gerade im Urlaub in Polen und was bietet sich da mehr an, als Lukas Podolski bewundern zu dürfen. Ich bin hier beim Spiel Górnik Zabrze gegen Stalmielec. Ich bin insgeheim Górnik Zabrze-Fan und ja, kenne mich auch ein bisschen aus. Und ich wollte eigentlich von Anfang an ins Stadion, aber wir haben keine Dokumente dabei gehabt und deswegen mussten wir nochmal auf den Campingplatz unsere Dokumente holen. Und jetzt ist eben schon die 30. Minute. Ich hoffe aber, ihr verzeiht das mir. Jetzt geht es eben der Stadionvlog erst ab der 30. Minute los. Warum man Dokumente oder Personalausweis braucht, verstehe ich jetzt nicht. Braucht man in Deutschland im Stadion auch nicht. Aber egal. Wir kaufen jetzt noch schnell unser Ticket und dann geht's ab ins Stadion. Mein Tipp, by the way, ist 3:1 für Górnik. Und ja, hoffentlich macht Podolski ein, zwei Kisten. Und ja, ihr seht das Stadion von außen und auch gleich von innen und die Stimmung, wie man sie im Hintergrund hört, ist schon mal sehr gut. Falls euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr auch gerne mal kommentieren, wo ich überall hin soll ins Stadion. Ich komme aus Karlsruhe in Deutschland und das heißt, ich werde viel in der Region filmen. Also bitte nicht kommentieren, ja, geh bitte Champions League Finale Barca gegen Real Madrid oder sowas. Klassiko. Aber so KSC, Hoffenheim, Freiburg, Kaiserslautern, sowas ist auf jeden Fall machbar. Also bis gleich. Leider ist jetzt, wie gesagt, diese halbe Stunde hier schon gespielt und es steht leider schon 1:0 für Górnik Zabrze. Das heißt, ihr habt auch den ersten Treffer verpasst, aber ich hoffe, fällt dieser Stadionvlog, dieser erste Stadionvlog auf meinem Kanal trotzdem. Bis gleich. Leider ist das Wetter nicht so gut, aber es wird besser und besser und wir warten es weiter ab. Thank you.
sehr gute Stimmung. Und gleich ist Halbzeit in wenigen Sekunden. Beziehungsweise jetzt ist Halbzeit. Gurnik Sabci liegt 2-1 hinten. Wie gesagt, ich kann nicht beurteilen, ob es jetzt verdient ist. Ich habe halt die zwei Tore gesehen. Mein Tipp mit 3-1 wäre dann wohl gründlich fehlgeschlagen, aber mal schauen, wie jetzt Sabci reagiert und hoffen auf die zweite Halbzeit. Die Sonne kommt langsam raus und ich muss dazu sagen, dass ich auf jeden Fall nach dem Spiel noch, falls der Fan schon zu lange gebrochen hat, irgendwie einen Schal oder sowas. Irgendwie ein Trikot oder Schal, das ist ärgerlich. Aber ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich auf dem Boden Sabci spiele. Naja, bleibt dran. Sabci ist Halbzeit. Um 6:30 geht es weiter und dann schauen wir mit der zweiten Halbzeit in. Von Gurnik Sabci.
bisschen enttäuscht, aber das müssen sie abhaken. Und nächste Woche geht es dann am Samstag gegen Legia Warschau. Und da werde ich das Spiel natürlich auch so ein bisschen mitverfolgen. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Desto mehr Likes und Abos, desto besser, desto mehr weiß ich auch, dass ich noch mehr Stadion-Vlogs bringen soll. Jetzt kommen die Spieler. Ist natürlich ein kleiner, aber harter Gang, wenn man ehrlich ist. Trotzdem war es ein tolles Erlebnis für mich. Eigentlich eine sehr gute Sicht aufs Spielfeld. Was will man mehr? Außer das Ergebnis. Ja. Bin ich sehr zufrieden. Von den eigenen Fans nochmal ordentlich abgefeiert. Und ja, drüben lassen sich die Gäste aus Milets von ihren Gästefans abfeiern. Und ja, weiterhin wünsche ich aber auch für die Saison auf Sky Milets alles Gute. Ich hoffe, dass natürlich Kulik sagt, sie irgendwo im obersten Drittel steht, wäre schon ganz schön. Da hinten ist jetzt Polizeieinsatz und jetzt gehen auch eigentlich alle und ja, das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Habt noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Ciao, ciao.